bitte, dass ich nicht die Einzige bin, ja? Die eben sich immer vornimmt, aber wirklich immer vornimmt. Beim nächsten Video lässt du dir so richtig Zeit. Und dann gibt es wieder irgendeine Situation, wo du ganz schnell fertig sein musst, weil du nämlich noch ganz schnell irgendwas machen musst oder irgendwelche andere Leute kommen und du dich beeilen musst. Weil ich wollte nämlich die Situation nutzen. Ich bin ganz alleine in dieser Wohnung und ich kann drehen, wo ich will und ich drehe gerade im Wohnzimmer und ich weiß aber nicht, wie lange ich alleine sein werde. Deswegen musste ich mich wieder beeilen. Warum ich eine Brille auf dem Kopf habe, ich weiß nicht. Jedes Mal, wenn jetzt jemand durchs Treppenhaus läuft, denke ich mir so, bitte nicht. Erstmal vor lauter. Salle, liebe Leute, und herzlich willkommen bei Salle, Anna ist da. Heute drehe ich einen Alarm auf. Oh, dann eben ohne. Und zwar wisst ihr ja alle, dass ich umgezogen bin, ja? Es war zwar nicht mein erster großer Umzug, aber bei meinem ersten großen Umzug habe ich mir auch schon Notizen gemacht über Dinge, die man auf jeden Fall beachten sollte, wenn man auszieht. Wenn ihr auszieht, habt ihr dieses Video und diese Tipps und Tricks, die ihr auf jeden Fall berücksichtigen solltet. Und heute gestikuliere ich wieder ziemlich stark mit meinen Händen. Ich bin heute wieder so gut vorbereitet. Kenn auch die. Ich bin so professionell. Peace. Es machen sich immer alle verrückt von wegen, wenn du umziehst, Woche vorher anfangen zu packen. Du musst alles dabei haben. Du musst wirklich alles berücksichtigen. Alles muss eingepackt sein. Leute, kauft euch einfach so ein Packen Umzugkartons. Ist ja nicht so, dass die Umzugkartons total überteuert sind und einer 1 Euro kostet. Oder sogar mehr. Na Quatsch, kauft euch einfach 100 Stück. Und einen Tag, kurz vor knapp, werft ihr einfach alle Sachen rein, so richtig unordentlich und so richtig so, damit auch während dem Umzug alles kaputt gehen kann. YOLO, Leute, YOLO ist das Motto. Und es ist auch scheißegal, wenn dann Sachen kaputt gehen. Wie zum Beispiel mein Kaffeekocher. Es ist ja nicht so, dass man sowas braucht, ein Kaffeekocher. Ist ja voll unwichtig, also das ist ja... Man kann ja dann locker auch mal 2-3 Wochen auf Kaffee verzichten. Die Kaffeemaschine macht jetzt hier auch gerade wieder ihre Runden. Hey, es war so eine gute Idee, im Wohnzimmer zu drehen. Diese Geräuschkulisse ist richtig aufregend. Ne? Wo ist meine 2? Wo ist meine 2? Dann ist es natürlich so, dass wir beim Packen überhaupt keine Helfer brauchen werden. Wir werden so richtig schön einen Ego-Trip durchziehen, weil normale Leute bestellen sich sowas wie Umzugshelfer oder einen Transporter. Aber wir machen alles alleine und fallen dann so richtig fett die Schnauze. Wir tragen unsere Sachen mit unseren eigenen Händen in die neue Wohnung. Auch wenn es das andere Ende von Deutschland sein sollte. Wir gehen durch Regen, Schnee und die pralle Sonne, ziehen in den Kampf und retten unsere Ehre, so wie es Generationen vor uns gemacht haben. Stellt euch einfach vor, diese Brille ist eine Sonnenbrille, dann ist es noch ein bisschen epischer. Warte mal, es ging eigentlich nur um Umzug, oder? Richten. Ich bin ganz aufgeregt. Jetzt bin ich immer so aufgeregt. Dann kommen wir zum Essen. Da gibt es auch ein paar Sachen, die man beachten muss. Und zwar beim Hackfleisch. Wenn ihr euch Hackfleisch macht, dann haut das ganze Hackfleisch einfach so richtig in die Pfanne. Einfach schön aufreißen und direkt in die Pfanne hauen. Weil unter dem Hackfleisch ist nämlich noch so eine Art Kunststoffpapier dran. Und das gibt dem Hackfleisch noch so ein richtig schönes Aroma, wenn man das mit anbrät. Erste Sahne! Wunderbar, ich kann es bezeugen, weil ich es nämlich schon mal probiert habe. Und vor allem dieser Duft geht tagelang nicht aus der Küche. Das ist herrlich! Bleiben wir beim Essen. Man sollte immer hungrig einkaufen gehen. Weil wenn du hungrig einkaufen gehst, dann kaufst du so richtig viel geiles Zeug und es geht auch überhaupt nicht an den Geldbeutel. Und dann kaufst du so richtig viel unnötiges Zeugs, was du natürlich irgendwann mal in 10 Jahren oder so gebrauchen könntest. Zum Beispiel, wenn die Zombie-Apokalypse startet. Man braucht immer Cashewkerne, wenn die Zombie-Apokalypse startet. Du kannst die Zombies nämlich damit abwerfen. Und zu dem Punkt ist ganz wichtig, wenn irgendwas leer geht im Kühlschrank, nicht aufschreiben. Einfach mit Intuition einkaufen gehen. Brauchst du nicht aufschreiben, wir sind ja keine Nerds. Also, sowas ist nur für die Streber. Aber auch nicht für coole Socken wie uns. Wir brauchen aber wieder Milch, hast du schon aufgeschrieben. Und auch Brot. Dann gehen wir mal kurz rüber zum Waschen. Perfekt, weil die Waschmaschine gerade läuft.
Das habe ich alles so eingefädelt, soll alles so sein. Wenn du noch nie selbst deine Wäsche gewaschen hast, gebe ich dir jetzt hier einen kleinen Tipp. Ja? Und zwar nimmst du vom Waschmittel nur ganz wenig und der sogenannte Weichspüler, der riecht so ein bisschen stärker, nimmst du richtig viel. Oder übertreibst du so richtig. Ja. Perfekt. Tschüss, Mischung. Okay? Ja! Ja, ja! So wird's gemacht. Man kann euch einfach schon von 50 Metern weit riechen. Ist auch überhaupt kein aufdringlicher Geruch, der Kopfschmerzen bereitet. Nein. Und ist mir auch noch nie also. Und mein letzter und wichtigster Tipp, gehen wir wieder rüber zum Essen. Wenn du nach Hause fährst eine Woche, ja, und dein Zuhause ein bisschen weiter weg ist, dann brauchst du deinen Kühlschrank nicht leeren, weil ich meine, es gibt dir dann so nette Tierchen, die sich dann auch gerne von deinem Zeug ernähren, brauchst du nicht wegschmeißen und dann kannst du richtig lecker und saftig vor sich hinschimmeln. Und wenn du kommst, kannst du es dann eventuell, wenn du noch Bock drauf hast, zubereiten. Tasty! Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen und ihr könnt mit den Tipps was anfangen und befolgt sie genau so, was ich gesagt habe und tun, machen können, müsst, sollten. Und ich höre jetzt am besten einfach auf zu reden, damit sich eure Gehirnzellen einfach wieder regenerieren. Ja. Scheiße. Regenerieren. Okay, oh, ich höre auf. Ich wünsche euch noch eine angenehme weitere Woche. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr irgendwas schon mal in der Art erlebt habt zum Thema erster Umzug. Und dann sage ich, fahrt vorsichtig, macht die Herdplatten immer schön aus und schließt die Türe ab. Adios, Rena. Oh, das war jetzt aber ein süßes Lächeln.